Neben manchem anderen sportlichen Vergnügen wird das Angeln sehr gelobt. Ganz besonders sollte man dem Sport obliegen, wenn im Nervenkostüm eine Krise tobt. Darum greift auch Paul sich eine Angelrute, weil er gerade das zu tun beliebt. Und er lenkt den Schritt mit frohem Mute dorthin, wo es Würmer gibt. Es steht die Würmerbüchse in der Sonne, ganz heimlich schleicht ein Würmchen sich davon. Da zeigt sich dann, wie praktisch es doch ist, wenn man zu Hause den Revolver nicht vergisst. Der Wurm, nun in sein Schicksal ganz ergeben, die Taucherbrille umgeschnallt, wird nunmehr in das Wasser sich begeben, das hoffentlich ihm nicht zu kalt. Doch leider ist sein Fatalismus nur gespielt, dieweil die Rache im Gedärm ihm wühlt. Angebissen? Das Paulchen wird hinfortgerissen. Ist das ein Fisch, der zieht? Oh nein, es müsste denn ein Walfisch sein. Doch diesen findet man nicht mal zum Laichen in mitteleuropäischen Teichen. Was hier auch eigentlich gar nichts zur Sache tut. Und Übermut tut selten gut. Sind, zu aller Anglerglücke, nicht alle Würmer von derartiger Tücke und können, und das ist besonders schön, nur selten mit Schere und Zange umgehen. Und wenn so ein Wurm einen wirklich verkohlt, wen juckt das? Man hat ja die Nerven erholt. Drum, Petri heil, und ob spät oder frühe, es lohnt schon die Angelschnur Einziehmühe. Nicht alles, was man aus dem Wasser zieht, ist, wie man an der Krabbe sieht, dem Angler ausgesprochen zugetan. Was man den Rausgezogenen nicht verübeln kann. Und es bringen auch keine Karateschläge überschäumende Sympathie zuwege. Muss bei jedem Streit auf Erden immer gleich geschossen werden? Muss man sich denn auf Anhieb gleich hassen? Geht's nicht mit Leben und Leben lassen? Was bringt denn die ganze Knallerei ein? Dem einen ist bald das Gewehr zu klein und er wird's dem schon zeigen. Und her die Kanone? Dabei ging's doch am besten und schnellsten gleich ohne. Denn zum Schluss, das werden wir sofort sehen, pflegt ja doch jeder eigene Wege zu gehen. Yeah.
Ach, was würde Paulchen Panther dafür geben, als Torero einen Kampf zu überleben? Doch wie soll den Stiermann necken oder vor dem Tiere sich verstecken? 2-3 Mal hat er hingeguckt. Denn in der Kleiderordnung für Toreros steht gedruckt, es kämpft in der Arena von Sevilla, wer auf sich hält, nicht ohne übliche Mantilla. Ein kühner Griff mit keckem Mut. Er ist ganz sicher, dass es auch der Umhang tut. Durch die Arena-Mauer bricht der Stier. Das also, denkt das Paulchen, ist das Tier. Warum hat's wohl die Umleitung genommen? Und ob die alle durch die Mauern kommen? Da brüllt der Stier, da tobt die Menge. Dem Paulchen wird die Brust so enge. Hokus pokus, simsalabim, den Umhang von den Hörnern nimm. Und hör den kleinen Vogel pfeifen. Man soll nicht jeden Umhang greifen. In dem, des Zauberers Größe 7, ist ein wenig Zauberkraft hängen geblieben. So wird trotz des Tieres Brüllen und Schnaufen nicht alles ganz wie sonst üblich verlaufen. Der Punktwert weißer Margeriten im Stierkampf ist noch leicht umstritten. Wogegen Einigkeit besteht, wenn ein Torero türmen geht. Zum bösen Spiele heitere Miene macht er, da liegt die Pelerine. Und Paulchen, der schon leicht geschafft, vertraut auf ihre Zauberkraft. Der Fleischberg schlummert friedlich, süß, daneben, wie im Paradies, das klitzekleine Hasentier. Doch leider weckt es auf, den Stier. Hier hat der Umhang falsch geschaltet, was bei dem Durcheinander gar kein Wunder. Er hatte immer andersrum gefaltet und hingebreitet überall den Zauberplunder die Jungfrau in 2 Hälften glatt geteilt. Das hat er eben sich zu tun beeilt. Doch ist so ein Stier, der plötzlich zu zweit, von geringerer Publikumswirksamkeit. Na bitte, es hat ja auf Anhieb geklappt. Der Stier ist wieder zusammengepappt. Und während das Paulchen sich tief verneigt, hat er nur noch die Hinterfront gezeigt. Thank you.
Das Paulchen muss ja schließlich auch von etwas leben. So hat er sich zu einer Werbeagentur begeben und macht da selbst, und das auf eigenen Wunsch, ein Werbeinserat für Rosa Punsch. Doch was bemerkt er da mit großem Schreck? Auf seinem rosa Bild sitzt frech ein grüner Fleck. Das gibt's ja nicht, dem Fleck wird gleich was blühen. Nichts blüht, nur Paulchens Finger färbt sich grün. Das ist zwar ärgerlich, doch deshalb nicht verzagen. Wir werden dem Finger und dem grünen Teufel rasch ein Schnippchen schlagen. Das ist für wahr nicht feinste Lebensart. Wenn Bosheit sich mit grüner Farbe paart, da hilft nicht Redlichkeit, ja nicht mal Schleue. Da bleibt das grüne Zeug, denn grün ist ja die Treue. Und grün's auch grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Die grüne Hand als Modegag wirkt kühn. Das Paulchen hat, weil ihn der Chef dafür ja zahlt, das Rosa-Punsch-Plakat inzwischen neu gemalt. Trinkt Rosa-Punsch, steht da in rosa Lettern. Da sieht den grünen Farbeteufel man in die rosa Lettern klettern. Und wie zum Hohne schaukelt er sich auf dem Punsch-U hin und her. Der Paul tät ihn von seiner Schaukel lupfen und steht beklommen da, ganz übersät mit Tupfen. Wer hätte das gedacht? Das kleine Biest war ohne Zweifel zwar grün, jedoch im Range nur ein kleiner Unterteufel. Und der Rangoberste, der Farbenteufel-Hauptpräfekt, hat Paulchens Fliegenklatschenschlag natürlich längst entdeckt. Und diese Missetat an seinem Unterteufel sehr missbilligt. Dass Paulchen sich versöhnen will, jedoch der Farbenteufel will nicht. Die Farbenlösung, von dem Paul als Falle konzipiert, wird von dem immergrünen Kerl zum Bad umfunktioniert. Mit Prusten, Planschen und Juhu tobt er sich richtig aus, da spielt das Paulchen Schicksal und zieht rasch den Stöpsel raus. So siegt am Ende das Gute doch und strudelt den Bösen durchs Abflussloch. Doch mit des Geschickes Mächten und so weiter und so weiter, schaut der Oberteufel nach dem Rechten, blickt das Paulchen gleich weit weniger heiter. Nun gut, denkt Paulchen, will der kleine grüne Schuft mir immer wieder mein Plakat verderben, gehe ich mit meiner Werbung eben in die Luft. Warum soll man für Punsch nicht bei den Englein werben? Jedoch auch hierhin folgt das winzige Ungeheuer und es verwirrt mit seinem grünen Paulchens Propeller. Der bleibt kurz stehen, der Paul krallt sich ums Steuer, das Unheil naht heran und immer schneller, denn es verführt der Grünling, welch entsetzliche Verheerung, den sittsamen Propeller zu sofortiger Vermehrung. Das Paulchen meint, das wäre ja gelacht und rüstet sich für die Entscheidungsschlacht. Und unheilschwanger klopft das Gipsbein böse. Bei dem Geklopf und bei dem Farbenspritzgetöse hat Paulchen leider gar nicht mitgekriegt, dass schon der Oberteufel auf der Lauer liegt. Thank you.
Endlich hat der Paul begriffen, was hier zur Debatte steht. Dass bei allen Farbveränderungskniffen es nur um die Absatzmärkte geht. Es arbeitet hier mit jedem Trick die konkurrierende Punschfabrik. Und bevor ihm noch mehrere Gipsbeine blühen, nur schön, dann ist der Punsch eben grün.